Schmerzen spüren und verarbeiten ist sehr komplex. Und zusätzlich haben wir noch ein sogenanntes schmerzhemmendes System, also ein körpereigenes System bei uns, das dafür sorgt, dass die Schmerzweiterleitung gehemmt wird, dass die Schmerzweiterleitung blockiert wird. Damit beschäftige ich mich fast täglich. Trotzdem war es jetzt einmal schwierig, dieses Video vorzubereiten, da es ein sehr komplexes Thema ist und trotzdem ich versuchen werde, jetzt das einmal verständlich zu erklären. Dafür auch zum Beispiel diese Zeichnung hier. Und wichtig für Sie zu verstehen, warum das auch nützlich ist zu wissen. Nämlich, das hat was zu tun mit einer Schmerzchronifizierung, wenn dieses schmerzhemmende System nicht mehr funktioniert. Und viele Therapiemöglichkeiten setzen genau da an, Medikamente, nicht medikamentöse Verfahren. Also wenn Sie das jetzt einmal interessiert, wie unser schmerzhemmendes System funktioniert, dann gerne schauen Sie sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weige. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie. Ja, Schmerzen, was passiert da eigentlich? Wenn wir einen Schmerzreiz haben, zum Beispiel hier an der Hand, akut oder weil wir Arthrose an der Hand haben, dann wird dieser Schmerz weitergeleitet zu unserem Rückenmark, dort wird es verarbeitet und dann weiter zum Gehirn. Gerade im Rückenmark ist eine ganz wichtige Schaltstelle, muss man ähnlich vergleichen wie mit einem Bahnhof. Und weitere Schaltstellen sind dann im Gehirn. Ganz kurz, um das einmal zu erläutern, weil es wichtig ist zu verstehen, bei dieser Verschaltung, bei dieser Weiterleitung, da spielen verschiedene, man nennt es Neurone, eine Rolle. Wenn wir also Schmerzen hier haben und dann das weitergeleitet wird und im Gehirn wir spüren, dann ist diese Schaltstelle zum Beispiel im Rückenmark und dort dann wird sozusagen der Reiz umgeschaltet wie bei dem Bahnhof und dann weitergeleitet zum Gehirn. Da haben wir bestimmte Neurotransmitter, bestimmte Botenstoffe, die dafür sorgen. Und gleichzeitig an dieser Stelle, an diesem Bahnhof, kann es auch dazu kommen, dass der gleiche Reiz, den wir hier aufgrund der Verletzung haben, zum Rückenmark kommt und dort in einer abgeschwächten Form vom Rückenmark zum Gehirn dann weitergeleitet wird. Und dabei zum Beispiel spielt dann dieser Bereich oder unser Rückenmark hier eine Rolle. Was ist nun also unser schmerzhemmendes System? Das System, das wir selber haben, das Schmerzen hemmend. Es besteht aus verschiedenen Komponenten. Zum einen im Rückenmark, zum anderen im Gehirn. Gibt es verschiedene Areale. Und ganz wichtig ist, es gibt dabei auch verschiedene Neurotransmitter, die eine Rolle spielen. Zum einen ist es das Serotonin, zum anderen aber auch sogenannte Endorphine. Diese werden also freigesetzt, setzt unser Körper frei und die machen dann eine ganz bestimmte Aufgabe. Wichtig auch, wenn dieser Prozess der Schmerzhemmung nicht mehr richtig funktioniert, was sein kann, dann kommt es zu einer oder kann es den Prozess der Schmerzchronifizierung wiederum verstärken. Was passiert also, wenn wir nun Schmerzen haben, permanent hier in der Hand zum Beispiel? Dann wird, wie gesagt, der Schmerz kommt dann hier so rein, wird im Rückenmark verschaltet wie an dem Bahnhof und geht dann, das soll dieser Strich hier zeigen, hier oben weiter zu unserem Gehirn. Diesen Prozess nennt man, und darüber habe ich ja ein Video auch bereits gemacht, Langzeitpotenzierung. Das heißt, wenn dieser Prozess immer wieder stattfindet, dann findet diese Verschaltung halt immer besser statt. Das heißt, Schmerzreize werden immer besser weitergeleitet, gelangen sozusagen von der Hand immer besser hoch zum Gehirn. Gleichzeitig kann man aber, wie gesagt, das auch zum Beispiel hemmen, diesen Prozess. Und da ist ein Beispiel, was man oft bringt, es ist sozusagen diese Linie hier und das ist, sind bestimmte, man nennt es Mechanorezeptoren, beziehungsweise das ist dann, wenn man sich zum Beispiel stößt und dann an dieser Stelle reibt. Das kennt man vielleicht. Man stößt sich an der Tischkante und dann reibt man sich da am Knie genau an der Stelle, weil dann ein sozusagen anderer Reiz ankommt und hier ist eine Verschaltung wie beim Bahnhof und das sorgt dafür, dass der Schmerzreiz, der kommt, in abgeschwächter Form weitergeleitet wird. Das nennt man dann Hemmung. Dieser Prozess oder diese verschiedenen Prozesse des schmerzhemmenden Systems, das spielt auch eine wichtige Rolle, wie gesagt, bei bestimmten Therapiekonzepten. Eine wichtige Rolle wahrscheinlich, warum Akupunktur
aber auch bestimmte Neuromodulationsverfahren, Elektrostimulationsverfahren wie zum Beispiel TENS funktionieren. Da denkt man halt, das hat was zu tun mit der Aktivierung des schmerzhemmenden Systems. Gehe ich aber gleich noch ausführlicher darauf ein. Wie funktioniert unser schmerzhemmendes System? Ja, das ist etwas schwierig, aber ich versuche das einmal zu erläutern. Ich habe ja teilweise das gerade schon angedeutet, hier einmal diese Zeichnung gemacht. Man sieht die jetzt hier einmal an der Seite. Es gibt also drei wichtige Areale. Einmal bei uns im Gehirn, dann bei uns auch im Hirnstamm und bei uns letztlich im Rückenmark. Und dort sind die Schaltstellen sozusagen, der Bahnhof. Das sind die Areale, wo wir zum einen die Bodenstoffe bilden, wie das Serotonin im Gehirn, die dann eine Schmerzhemmung auslösen oder hervorrufen. Und dann sind es auch die Schaltstellen, wo halt die Schmerzweiterleitung blockiert wird. Vor allem im Rückenmark, das hatte ich ja gerade schon einmal erwähnt. Direkte Schmerzhemmung. Was passiert nun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die direkte Schmerzhemmung, das heißt direkt dafür zu sorgen, dass weniger Schmerzen weitergeleitet werden, oder eine indirekte Schmerzhemmung. Zur direkten Schmerzhemmung, da ist es so, dass unser Körper Serotonin bildet, Serotonin freisetzt, hier im Gehirn, in den Arealen wird Serotonin gebildet und wandert dann an die Stelle, wo man die Schmerzen hat, wie zum Beispiel an der Hand, wo man sich verletzt hat, wo man die Arthrose vielleicht auch hat. Und dort sorgt das Serotonin dafür, dass die Schmerzweiterleitung oder die Schmerzaufnahme reduziert wird an den Stellen, an den sogenannten Nozizeptoren. Das ist auch der Grund, warum Antidepressiva wirken. Antidepressiva, die ja ein Serotonin verstärken und dadurch auch sekundär als Ergebnis haben, dass Schmerzen reduziert werden. Das ist der Grund, warum man zur Behandlung chronischer Schmerzpatienten auch Antidepressiva einnehmen sollte oder einnimmt. Indirekte Schmerzhemmung. Die indirekte Schmerzhemmung passiert vor allem durch die Bodenstoffe Noradrenalin und auch unsere Endorphine. Und was machen die? Die sorgen dafür, dass diese Interneurone, die man hier hat, die ich hier beispielhaft einmal gezeigt habe, dass die verstärkt wirken. Dass also die Schmerzweiterleitung zum Gehirn hoch, dass die gehemmt wird, dass die blockiert wird. Das ist also die indirekte Schmerzhemmung und das ist ganz wichtig. Das sind also zwei Mechanismen, zum einen direkte Schmerzhemmung und zum anderen die indirekte Schmerzhemmung. Und gerade bei der indirekten spielt halt das Rückenmark als wichtige Schaltstelle eine ganz besondere Rolle. Und genau da sind es die sogenannten Endorphine, wichtige Bodenstoffe. Ja, das sollte einmal den Prozess verdeutlichen, der stattfindet. Also Schmerzen entstehen ja und gelangen dann zum Gehirn hoch. Und auf dem Weg nach oben zum Gehirn haben wir halt zwei verschiedene Mechanismen, wie wir sozusagen diese Schmerzweiterleitung unterdrücken, entweder direkt oder indirekt. Und dabei spielen verschiedene Bodenstoffe eine Rolle. Die habe ich hier einmal aufgelistet. Eben habe ich schon einmal gesagt, das Serotonin ist eins, nämlich gerade bei der direkten Schmerzhemmung. Und das Serotonin, wie gesagt, eine wichtige Rolle. Wir schütten es frei, zum Beispiel, wenn wir Sport machen, wenn wir auch ein sogenanntes Runner's High haben. Wir nehmen es durch bestimmte Medikamente auf, Stichwort Antidepressiva. All das sind Gründe, warum wir eine gesenkte Schmerzwahrnehmung haben, beziehungsweise die Schmerzweiterleitung blockiert wird. Und dann gibt es weitere Stoffe, wie zum Beispiel die Endorphine. Endorphine habe ich hier einmal kurz zusammengefasst, setzt sich also zusammen aus dem Wort Endo, innen, und kommt von dem Wort Morphin. Warum? Es bedeutet, das sind sozusagen unsere körpereigenen Opiate bzw. Opioide. Das heißt, die wirken genauso wie die Opioide, die Sie kennen, wie zum Beispiel ein Oxycodon, wie ein Fentanyl etc. Warum? Weil diese Stoffe, die wir selber bilden, setzen an den gleichen Rezeptoren an und blockieren damit die Schmerzverarbeitung, die Schmerzwahrnehmung. Das heißt, unser Körper setzt Stoffe frei, die gleiche Wirkung haben wie besonders stark wirksame Medikamente. Und das macht unser Körper im Prinzip immer parallel. Sobald ein Schmerzreiz kommt, wandert er hoch zu unserem Gehirn und parallel
sorgt unser Körper dafür, dass auch diese schmerzhemmenden Stoffe wie die Endorphine, wie das Serotonin freigesetzt werden. Und hier erkennt man schon, wenn dieser Prozess nicht mehr richtig funktioniert, dann ist sozusagen die Schmerzweiterleitung nicht mehr richtig blockiert, findet verstärkt statt und das verstärkt dann den Prozess der Schmerzchronifizierung. Um das noch einmal zu verdeutlichen für Sie, um es auch besser zu verstehen, es gibt also zwei wichtige Prozesse, wie diese hemmenden Stoffe freigesetzt werden. Zum einen ist das Hemmung durch Schmerzimpulse. Das bedeutet also, unser Körper hat einen Schmerzreiz, wir haben eine Verletzung etc. und parallel dazu beginnt unser Körper auch, das körpereigene schmerzhemmende System zu starten. Das macht ja auch Sinn. Wir haben natürlich eine Warnfunktion der Schmerz, aber danach, manche Sachen ist es ja nicht mehr sinnvoll. Wir wissen ja sozusagen, dass die Aktion nicht gut war oder dass wir auf was achten müssen. Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir dieses schmerzhemmende System haben. Und ein sehr gutes Beispiel ist, um Ihnen das einmal zu verbildlichen, stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihre Hand und packen die in ein warmes Wasser rein. Dann ist es am Anfang schmerzhaft und Sie merken schon, wie so nach kurzer Zeit sozusagen dieser Schmerzreiz nachlässt, weniger wird. Das liegt daran, dass das schmerzhemmende System aktiviert ist, dass nicht mehr so viel von dem Schmerz weitergeleitet wird, sondern blockiert wird. Ja, die Temperatur des Wassers sinkt nicht so schnell. Das ist also ein gutes Beispiel. Das heißt, das ist eine Hemmung durch Schmerzimpulse. Und das ist wichtig zu wissen, weil da auch bestimmte Therapiemöglichkeiten ansetzen. Beispielhaft Akupunktur und auch TENS. Da versucht man, man nennt es manchmal auch einen Gegenschmerz, eine Gegenirritation zu machen, indem man sozusagen in bestimmter Art und Weise, in bestimmten Intervallen auch Schmerzen mit auslöst, wird unser körpereigenes hemmendes System aktiviert und blockiert damit sozusagen die Schmerzen, die von vielleicht von einer anderen Stelle kommen. Also wenn wir jetzt Beispiel Arthrose im Gelenk haben, dann wird diese Arthrose vermindert, weitergeleitet, weil parallel die Akupunktur oder TENS das schmerzhemmende System aktiviert. Das soweit vereinfacht gesagt. Man muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, wie immer, wie bei allen Sachen, sowas wirkt nie 100% und man kann auch nie genau sagen, leider, wie viel so etwas wirkt. Aber das ist ein wichtiger Mechanismus. Dabei spielt auch eine Rolle die sogenannte Gate-Control-Theorie. Die besagt halt, dass sozusagen irgendwann nicht alle Reize weitergeleitet werden, dass man ja auch bestimmte Reize sozusagen filtert, dass also Gate-Control, dass sozusagen eine Kontrolle am Tor ist, dass nicht alles weitergeleitet wird. Hemmung durch Stress, Gefahren. Ein weiterer Mechanismus, und der ist auch gut bekannt, ist die Hemmung nicht durch Schmerzimpulse direkt, sondern durch Gefahren, die man hat, durch Stress, den man hat. Das ist der Fall, zum einen Stress, wie zum Beispiel beim Marathonlaufen, aber auch, wenn eine große Gefahr ist, wenn Adrenalin, Noradrenalin freigesetzt werden, wenn bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden, die ich vorhin auch erwähnt habe, da ist halt das Ziel, dass man eine verminderte Schmerzwahrnehmung hat. Beispiel auch wieder, man hat einen Unfall beim Fußballspielen, verletzt man sich stark. In dem Moment oder auch in den Sekunden danach vielleicht tut das alles gar nicht so sehr weh, erst ein bisschen später, weil man da voller Adrenalin ist, voller Endorphine ist in dem Moment, in einer Stresssituation ist, bei einem starken Unfall. Das sorgt alles dafür, dass die Schmerzwahrnehmung reduziert wird beziehungsweise die Schmerzweiterleitung blockiert wird. Das sind also zwei wichtige Mechanismen. Einmal durch Schmerzen selber ausgelöst, die Schmerzhemmung, und dann durch Stress oder beziehungsweise Gefahren. Ich hoffe, dass ich damit einmal unser schmerzhemmendes System einmal erläutern konnte. Wie gesagt, es gibt dabei zwei verschiedene Prozesse. Wir haben verschiedene Stellen im Körper, wo die Prozesse stattfinden, vor allem im Rückenmark. Im Gehirn werden die Botenstoffe gebildet. Wir haben verschiedene Botenstoffe, die für die Schmerzhemmung sorgen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge, gerade auch rund um das Thema Schmerzen.
und für Kommentare und Meinungen hierzu, vielleicht auch Fragen, gerne direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.